Herzlich willkommen zur neuen Snap Week. Ich bin gerade am Weg zu Diego Five, weil ich dort ein Treffen habe mit Christoph. Christoph ist neu bei Diego Five. Er kommt von Mediakraft und YouTube. Und mit ihm gemeinsam werde ich mal schauen, ob mein Kanal technisch optimal eingestellt ist. Ich glaube, sowas brauche ich für meinen Rollier. Da garbert echt was her. Nice. Ist irgendwas Besonderes los hier? Wir haben einen neuen Bundespräsidenten, nämlich Alexander Van der Bellen. Und hier warten schon alle Leute. Hier warten alle schon auf irgendwelche Promis und Alexander und überhaupt alle Politiker, um die Stimmung aufzufassen. Aber hier sieht man einen Servus-TV-Reporter. Der Arme wird auch nicht mehr lange arbeiten. Servus-TV wurde ja eingestellt. Korrektur, Korrektur. Es kann sein, dass ich einer Falschmeldung oder einer alten Meldung auferlegen bin. Servus-TV gibt es anscheinend doch weiter. Ich habe jetzt nachgelesen. Ja, Servus-TV bleibt uns erhalten. Ich bin froh, dass die ganzen Leute ihre Jobs behalten. Und es gibt... Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Gestern war ich ja bei Diego Five und habe mit Christoph gesprochen über meinen Kanal und das war spannend. Hauptsächlich haben wir uns über Thumbnails unterhalten, wie ich sie verbessern kann und was ich generell daran ändern soll. Sein Tipp war, weniger Freiraum zu lassen, ruhig den gesamten Inhalt rein klatschen ins Bild und groß draufschreiben, worum es geht. Außerdem hat er mir noch vorgeschlagen, an einer neuen Serie zu arbeiten. Und das wird viel Arbeit, aber spannend. Und ich werde es versuchen. Sorry. Ich bin im Regionalzug am Weg ins Burgenland. Ich sag nur Betriebsausflug. Ich bin gerade ca. 80 Kilometer von Wien weg in Wallern im Burgenland und die haben irgendwie überall diese Grenze. Die Grenze sind irgendwie ein Symbol des Jubels, weil auf dem hier steht ein Hoch auf dem Mokka und das Mokka ist ein Lokal. Das ist hier irgendwie das Ortszentrum von Wallern. Ein großer Kreisverkehr und der Raiffeisenbank. Ich bin hier beim barrierefrei zugänglichen Gemeindeamt von Wallern und hier steht erste urkundliche Erwähnung 1269. Während die anderen von der Wart im Seminar sitzen, schaue ich mir ein bisschen die Gegend an. Es kommt mir so echt Touri-mäßig vor, weil ich alles fotografieren muss. Aber wenn die Leute hier am Land ihre alten Geräte so pittoresk in die Gegend pflanzen, muss man immer fotografieren. Da geht man so am Land spazieren und was sieht man da? Marbacher Stickers. Überall! Ja, hallo ihr Lieben. Es gibt einen Zimmercheck der Pension Gartner hier im Dunkeln jetzt von mir. Eigentlich wollte ich mich ja ins Bett legen und mal ein bisschen fernsehen. Aber dieses alte Haus hier bietet nicht genug Strom. Hier seht ihr die beiden einzigen Steckdosen im gesamten Zimmer. Und die untere Steckdose hat keinen Strom. Und ich brauche mehr Steckdosen, weil ich eine für den E-Rolli brauche, damit ich ihn mit dem Ladegerät wieder aufladen kann. Wie man sieht, der moderne Fernseher hat auch ein Kabel, das auch zu einer Steckdose möchte. Und da gibt's dann keine mehr. Hier habe ich ein großes Doppelbett. Hier
Hier ist das Badezimmer und hinter der Tür habe ich den ganzen Tisch und die Sesseln versteckt. Da, wo ich grün eingezeichnet habe, sollte der Lichtschalter eigentlich sein, logischerweise. Aber er ist leider hinter der Tür im Roten. Das Zimmer ist als barrierefrei deklariert, aber der Platz hier vorm Klo ist zu eng, um mit dem Rolli hinzukommen, aber das Waschbecken ist unzerfahrbar. Wobei der Spiegel viel zu hoch ist und die Steckdose für die Zahnbürste und Co. ist auch ganz, ganz oben. Die Pension hat einen wunderschönen Außenbereich. Der Garten ist sehr italienisch-spanisch angehaucht und wirklich sehr, sehr schön. Aber die Zimmer, bisschen zu eng, zu wenig Strom, kein funktionierender Fernseher, kein WLAN und ein... Guten Morgen, ich stehe vor meinem Zimmer in der Pension Gartner in Wallern im Burgenland und ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Gartenrundblick. Der gesamte Garten ist mit so einem netten Weg durchzogen, wo man gut mit Rolli zurechtkommt und sonst ist es grün, 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 grün. Es gibt jede Menge Liegen, Rutschen und Hängematten und die Zimmer sind hier sozusagen rund um den Garten angelegt. Das gesamte Gelände wirkt sehr südländisch, eigentlich sehr charmant. Das ganze Gelände ist hier mit diesen Wegen durchzogen, die auch bergauf und bergab führen, sodass man mit dem Rolli recht gut zurechtkommt. Fazit zur Pension Gartner. Das Zimmer ist technisch nicht wirklich auf einem guten Stand, aber der Garten und die ganze Anlage sind sehr barrierefrei. Hier wird gerade ein süßes Dreck auf dem Auto aufgeladen. Das ist ein Siedlungen, der für die Puster Gegend sehr typisch war. Hier ist aber alles hier Weidegegend. Früher war das Ganze wirklich so Weidegegend. Der Dreck der Tiere. Heute verfallen die meisten. Nur dieser hier wurde erhalten. Man muss aber sagen, dieses Wasser ist sehr rot. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Hier an der Grenze zu Ilmitz gibt es einen barrierefrei zugänglichen Naturbeobachtungsposten, also einen Hochsitz. Da kann man über eine Holzplanke jetzt sind wir da, am Neusiedlersee. So schaut's aus. Der Steg der Mond am Neusiedlersee schaut. Und ganz, ganz gut. Ich muss sagen, das Lokal ist sehr fancy, das Essen ist gut, aber dadurch, dass es Glaskasten ist, ist es extrem heiß. Großburg ist allerdings zu mir anzumerken, es ist barrierefrei. Wir haben auch super Toiletten, aber barrierefreie Toiletten.
Hi. Wie cool ist das? Mir hat gerade eine Frau gesagt, ich habe so schöne blaue Augen. Gleichzeitig hat sie mir versichert, dass sie noch nicht so betrunken ist. Also, irgendwas muss schon dran sein. Was für ein toller Samstag. Snapchat hat endlich erkannt, dass mein Style ein Filter wert ist. Hallo, ihr Lieben. Heute bin ich das erste Mal am Kanal herunten, auf Höhe der grellen Forelle und das Werk. Es schaut einfach schon alles hipper aus hier, oder? Bin schon gespannt. Chilliges Plätzchen unter Bäumen. Ich bin auf dieser Strecke selbst im Rolli schon gefahren, nicht ganz so schnell und nicht auf der ganzen Strecke, aber teilweise. Super spannende Sonntagabendbeschäftigung. Ich nummeriere meine Montagswitze, um ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Das Ding mit dem YouTuber sein ist, dass je größer man werden möchte, desto mehr Arbeit ist es. Aber solange es noch mehr Spaß als Arbeit macht, bleibe ich dabei.